So, Xio hier zurück mit Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir einen richtigen Boss-Rush gemacht. Wir haben die erste Phase von Malefiz geschafft, die zweite Phase und dann auch noch hier gegen Riku Ansem gewonnen. Und wow, also das Witzige ist, ich hatte bei der ersten Malefiz und bei diesem Kampf jetzt bei Riku Ansem Angst, dass wir da ziemlich lange hängen werden. Aber gerade der Kampf, von dem ich dachte, pff, mach mal ganz schnell easy, da sind wir einmal gestorben. Und zwar gegen den Drachen-Malefiz. Ja, aber wir sind sonst eigentlich überall gut durchgekommen und wir haben dann auch einiges schon storytechnisch im letzten Part erfahren, worüber wir noch sprechen werden. Aber jetzt schauen wir erstmal, was jetzt hier nach dieser Cutscene passiert. Und Leute, extrem gut aufpassen. Die folgende Cutscene ist für das gesamte Kingdom Hearts Universum, für die gesamte Story von entscheidender Bedeutung. Also hier, wie gesagt, extrem gut aufpassen bei allem, was passiert. Und behaltet die immer gut im Kopf, weil die wird, alles was jetzt kommt, wird super wichtig. Ach, Sora hat Ragnarök gelernt. Oh ja, das ist eine sehr, sehr geile Attacke. Riku! Sorry, what? Oh, the keyhole! It won't work! The keyhole's not finished yet! What can we do? Maybe we gotta go wake Kairi up. I think you're right. If we can free her heart. But how? A keyblade that unlocks people's hearts. I wonder. Sora? So, you have awakened at last, Princess. The keyhole is now complete. You have served your purpose, but now it's over. Do you think we can stop him all by ourselves? I don't know. Impossible. No. You won't use me for this! Riku! You've gotta run! The Heartless are coming! What about the keyhole? Let's just get out of here! What?
Ich sag ja, Bombshells, also Inputs ohne Ende. Und wir steuern jetzt einen kleinen Schatten durch. Und ich glaube, man kann schon davon ausgehen, wer dieser Herzlose ist. Also, der gute Soda hat gerade das Herz von Kairi, das sich die ganze Zeit in ihm befand, ja, befreit und die Gute ist wieder aufgewacht. Das hat erklärt wahrscheinlich auch, warum Soda mal diese Vision gesehen hat, in der Kairi mit ihrer Großmutter in der Bücherei saß. Weil er diese Verbindung mit Kairi hat, konnte dann ihre Erinnerung sehen und wahrscheinlich hat er auch deshalb Kairi immer mal wieder gesehen. Oh Mann. Und jetzt hat er sie befreit und tja, da ist der kleine Schattenloch. Und zu Riku noch. Er hat wahrscheinlich jetzt einfach eingesehen, was er für Fehler gemacht hat und da beginnt auch schon seine große Redemption. Also Riku möchte das Ganze wieder gut machen und er hat Anselm aufgehalten. Also wir haben ihn jetzt auch gesehen, dass das Böse hat jetzt ein Gesicht, das ist der gute Anselm. Ja, der Gute, ja, das ist gut. Soweit kommt's noch. Der ist anscheinend der wahre Gegner. Der hat die ganze Zeit Malefiz für seine Zwecke benutzt und da bin ich gar nicht drauf eingegangen, dass hier die ganzen Prinzessinnen auch hier gefangen gehalten werden. Jetzt haben sie alle ihre Herzen aber wieder. Das heißt, sie werden in gewisser Zeit auch irgendwann aufwachen und sich befreien können. Was ich ein bisschen strange finde, dass in keiner der Cutscenes hier irgendwo mal das Biest auftaucht, obwohl das Biest in unserer Party war. Naja, jetzt müssen wir auf jeden Fall hinterher. Mal schauen, ob wir die noch erwischen, aber naja, wir sind im Schatten durch. Was sollen wir groß machen? Ich meine, wir als Herzloser, was, die werden nicht sagen, oh, ein Herzloser, der scheint nett zu sein. Komm, los, geh mit uns mit. Irgendwie ist diese Situation etwas verzwickt. Okay, ja, wir müssen einfach weiter, weil wir können jetzt auch keine Aufzüge oder ähnliches benutzen. Wir müssen einfach immer weiter hier nach unten springen. Oder ich glaube, wir können sogar Aufzüge benutzen. Oder? Eigentlich schon. I think so. Zumindest, es gibt einen Aufzug, den wir benutzen müssten. Theoretisch, also wenn wir hier nochmal runterspringen würden, müssten wir den Aufzug da unten benutzen. Aber eigentlich, wir sind ja ein Herzloser. Die porten sich ja eigentlich auch die ganze Zeit irgendwie durch die Welten. Also von daher müsste das für uns jetzt ja auch möglich sein. Aber wir können außer springen nichts machen. Wir können auch nicht angreifen, nicht blocken, gar nichts. Lediglich springen. Ach ja, der gute Billy Zane, da ist er endlich da. Billy Zane heißt der Sprecher von, also das ist der Synchronsprecher von Anselm hier. Ich werde ihn bald nur noch Billy Zane nennen und das alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, vorherige Cutscene, gerade eben mit Soda und dem Schlüsselschwert, unglaublich wichtig für das gesamte Lore des Kingdom Hearts Universums, also für die folgenden Teile auch noch. Okay, und wollte ich noch was sagen, also nur zum Verständnis, auch das Schlüsselschwert, das Riku oder Anselm in dem Fall hatte, war zusammengesetzt aus den 6 Herzen der anderen Prinzessinnen. Deswegen, ja, als es sich aufgelöst hat, wurden dann eben diese Herzen wieder befreit. Na gut, dann wollen wir mal in die Wandelhalle gehen. Kairi, schnell! Ich kann die beiden nicht zurücklassen. Wir können nicht bleiben. Ein Herzloser verfolgt uns. Ja. Ich kümmere mich um ihn. Genau das meine ich. Donald, du machst einfach immer alles falsch. Du, nicht wissentlich, aber du machst einfach... Warum bist du so, Donald? Na gut, nein, du machst deinen Job normalerweise schon gut. Sora? Is that you? Oh. This time, I'll protect you. Sora! Irie! Kairi, thank you. Sora! Sora! Before, I'm not leaving without Belle. Now go! The Heartless are coming. All right. Let's get out of here.
tell me what happened. So the darkness is flowing out of that keyhole. No wonder there are more and more heartless everywhere. The only way to stop them is... seal the keyhole, right? Maybe, but no one knows what will happen once it's sealed. Well, we can't just stay here. We have to do something. I've got a friend back there. That's right. You have one more friend to worry about. Riku's Keyblade must have been born of the captive princess's hearts. Just like that keyhole you saw. Of course, without Kairi's heart, it remained incomplete. Once that Keyblade was destroyed, the princess's hearts should have been freed. Don't worry, Sora. If anyone can save your friend, you can. Alright. Ja, wie schaut der Plan jetzt aus? Wir sind zurück in Traverse Town. Nachdem wir das Biest zurückgelassen haben. Und Sora ist wieder zurück. Oh mein Gott. Also, es ist bis jetzt nicht ganz klar, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass Sora sich wieder zurückverwandelt hat. The power of light? Of friendship? Maybe? Naja, das... Man könnte davon ausgehen, dass das Licht von Kairis Herzen wahrscheinlich irgendwie doch einen Effekt auf ihn gehabt haben muss, weswegen er wieder seine menschliche Form angenommen hat. Wer weiß. Gut, wir laden mal wieder ein bisschen nach, also... Oh, wir können mehr Items tragen, das habe ich nicht mitbekommen. Aber das nimmt man gerne. Wir gehen mal zur guten Fee. Weil der können wir jetzt unseren Feueropal geben und dann bekommen wir einen neuen Summon. Aber es ist was ganz... Ja, jetzt tauchen hier diese Herzlosen auf, aber es ist was ganz Wichtiges jetzt passiert. Nachdem wir jetzt eben das erste Mal Hollow Bastion... Also das war Hollow Bastion 1. Wir müssen dorthin nochmal zurückkehren. Nach Hollow Bastion 1 sind alle Herzlosen auf der ganzen... in allen Welten jetzt massiv gestärkt worden. Das müssen wir bedenken. Oh, wir können auch mal das Trio-Tech hier aktivieren, weil wir jetzt das Gelbe haben und die andere Schatzkiste da drüben noch holen. Aber wir können jetzt, also wir haben jetzt alle Trio-Techs, wir können jetzt jedes einzelne benutzen. Dann können wir eigentlich mal bald auf Suchtour gehen. Okay, ein Abilitamin, das nimmt man sehr gerne. So, und einmal noch nach da hinten. Come on. Ach ja, wir haben jetzt die Nixenflosse, deswegen schwimmt Sora hier jetzt auch schneller. Das ist das, wo habe ich auch lange nicht gewusst. Also wenn man die Nixenflosse ausgerüstet hat, dann schwimmt Sora hier auch schneller. Also im ganz normalen Schwimmen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und das Schöne eben auch am Gleiter ist, dass wir hier bei Merlin sehr viel besser vorankommen. Was sind das eigentlich für Teile, die da schwimmen? Ich habe immer mal gedacht, dass es irgendwie große Fische sind, weil die so ein bisschen was von so einem Wal haben, also von der Farbe. Aber es sind wahrscheinlich auch einfach nur... Steine, die irgendwie magisch auf dem Wasser treiben. Ich werde das hier eh alles beschleunigen. Also von daher... So, es kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, jetzt haben wir alles. Oh, meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur verkackt habe oder ob das jetzt wirklich so schwer war. So. Dann einmal schnell bibidi-babidi-bu und dann haben wir einen neuen Summon. Oh, noch ein Beschwörungsstein? Dann wollen wir erstmal erlösen. Dann beginnen wir mal. Bibidi-babidi-bu. Mushu kann jetzt gerufen werden. Die heilige Macht von Eddie Murphy. Ja, wenn wir mehr Steine... ja, doch. Ich wollte gerade sagen, es wird keiner mehr kommen. Doch, einer kommt noch. Wir werden uns jetzt auch bald mal... Ach, ich weiß, was wir mal machen können. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir das schon fertig machen können, ob wir das schon alles haben. Wir können mal in das Buch geben, in das Buch gehen, was wir Merlin mitgebracht haben, aber alles in seiner Zeit. Oh, da bin ich schon gespannt drauf. Das wollte ich mir auch... Oder? Nee, das machen wir noch nicht. Das machen wir... Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt nochmal kurz hier rein. Und sprechen nochmal kurz mit Leon. Eigentlich müssten alle Prinzessinnen frei sein, aber Jasmin ist nicht nach Hagrabah zurückgekehrt. Ich vermute, die anderen sind auch noch im Schloss. Okay. Ich dachte, das neue Schlüsselloch würde die Dunkelheit verstärken. Ich meine, die Dunkelheit ist stark, aber dennoch.
Es ist so, als würde jemand die Dunkelheit zurückhalten. Kein Plan, wieso, aber die Herzdosen werden stärker. Überall tauchen neue Arten von Herzdosen aus. Auf, falls uns irgendetwas zustößt, können wir uns auf dich verlassen, Sora. Okay, dann mal was sagt Kari. Geht es dir auch wirklich gut, Sora? Naja. Ich meine, Sora wird wahrscheinlich jetzt auch drüber nachdenken, was mit Rico ist. Warum sollten sie in dem Schloss bleiben? Sind sie auch der Dunkelheit zum Opfer gefallen? Ich schätze, gewöhnliche Menschen können nichts gegen die Dunkelheit ausrichten. Okay. Ja. What now? Soll ich jetzt vielleicht mal... Das Spiel sagt uns jetzt wieder so auf freundliche Art und Weise, geh hier hin. Das müssen wir jetzt selber wieder rausfinden. Reden wir mal mit Sid, der weiß doch immer einen Rat, oder? Also ich, ansonsten wüsste ich schon, wo wir hingehen. Ja, okay, richtig. Sid, ich muss zurück nach Hollow Bastion. Ich glaube, das kann ich nicht zulassen, mein Junge. Die Herzlosen dort werden immer mehr. Sie werden euer Schiff verschlingen. Aber was können wir denn sonst tun? Ganz einfach, mach einen Bogen um sie. Ein neues Navigummi montieren und einen neuen Kurs nehmen. Ein neues Navigummi? Woher denn? Aus dem geheimen Wasserkanal. Ich habe es dort vor 9 Jahren versteckt, für den Fall, dass ich es einmal brauche. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Kind es einmal benutzen würde. Okay, dann haben wir wieder ein Ziel, aber wir gehen zuerst mal wieder zu den Dalmatinern, weil wir da jetzt auch schon wieder einige gefunden haben. Und danach gehen wir in den Wasserkanal. Ah. Wir umgehen die... Oh nein, sie hat uns entdeckt. Oh oh. Oh oh. Ja, ja, ja. Einfach mal schnell rein. Und wir kriegen wieder was geschenkt. Wir müssen aber dann auch nochmal den Gummijet umbauen. Weil wir haben so... Also unser Gummijet hat so wenig Leben und wir werden mehr Leben brauchen. Definitiv. Vielleicht muss ich dann nochmal ein bisschen Taler farmen. Okay. Eine verlorene Seite. Und ein Mithril. Geil. Ach, dann... Ich überziehe den Part heute sowieso. Weil ich, oh Gott, Wyverns. Weil ich ein bisschen was schaffen möchte noch. Oh Gott, die beiden sind... Donald wurde einfach gewone-hitted. Und Goofy hat auch übel was abbekommen. Puh, ja, die Herzlosen sind jetzt wirklich stark. Wirklich sehr, sehr stark. Wir gehen erstmal ins Atelier und schauen mal, ob wir noch was schmieden können. Vielleicht haben wir irgendwas bekommen. Wer weiß. Schaut aber schlecht aus. Ja, okay. Hat sich nichts geändert. Wir können nach wie vor nichts schmieden. Ich freue mich echt überhaupt nicht aufs Grinden. Es gibt noch so viel zum Sammeln. So, einmal hier drüber. Und dann einmal schnell hier durch, weil hier kommen natürlich auch noch jede Menge neue Herzlose. So, schnell, 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 schnell. Wow. Okay. Und da wartet auch schon Kairi. Erstmal das weiße Trio-Tech hier. Ja, wenn wir das nächste Mal in Hollow Bastion sind, ich glaube, dann werde ich das Biest nicht mehr in die Party nehmen, nur noch für eine Sache. Okay, Orichalcon. Und auch allgemein werde ich jetzt auch irgendwie, wenn wir nochmal in andere Welten zurückkehren, die weltspezifischen Charaktere nicht mehr ins Team nehmen. Also es sind jetzt nur noch hier Sora, Donald, Goofy, halt für die ganzen Trio-Techs und so weiter. Was für eine geheimnisvolle Zeichnung. Sie hat etwas Hypnotisches. Hint, hint, hint. So, gehen wir mal hin. Und das Navigummi erhalten. Sehr schön. Komm, wir gehen zu den anderen zurück. Wir sollten uns etwas ausruhen. Okay. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his...
when I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it. Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Und Sora hat Sternentreue erhalten. Wohl eins der schönsten Schlüsselschwerter überhaupt. Oh ja, da sieht man es wieder. Also, Rikus Körper ist zwar verloren an die Dunkelheit, aber nicht sein Herz, weil sein Herz extrem stark ist. Und er ist aber deswegen trotzdem in Reich der Dunkelheit. Das war jetzt übrigens auch eine Szene, die nur im japanischen, also in der Final Mix Version eben, dazu, also in der Final Mix, in der Final Mix Version dazu kam und nur im japanischen vertont ist. Ja, deswegen war jetzt hier auch keine Stimme. Und Riku hat jetzt mit irgendjemandem geredet, der im Reich der Dunkelheit ist. Und ja, Riku möchte alles wieder gut machen. Er bereut wirklich, was er getan hat. Und wie er auch gesagt hat, also er hat auch gesagt, es tut ihm leid.
Und jetzt möchte Sora, also beziehungsweise die Person, mit der er geredet hat, möchte uns auf jeden Fall helfen, irgendeine Tür zu versiegeln. Naja, mal schauen, was daraus wird. Jetzt schauen wir uns noch ganz schnell das neue Schlüsselschwert an. Und zwar hier Sternentreue. Also so stark wie Kokobo. Aber es gibt uns ein MP dazu. Interessiert mal ganz kurz. Ah, okay. Auf jeden Fall hier wunderschönes Schlüsselschwert. Hier auch ganz interessant. An der Spitze vorne, also das Konstrukt, also was hier bei dem Schlüsselschwert quasi oben diese Zähne sind. Das formt bei diesem Schlüsselschwert oben, soweit ich weiß, das japanische Schriftzeichen für Licht. Also zumindest etwas verfremdet. So. Wunderschön, das Schlüsselschwert. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch bis zum Ende des Spiels benutzen, denke ich mal. Nicht bis zum Ende des Spiels, da kommt auch noch ein anderes Schlüsselschwert dazu. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir werden jetzt dann im nächsten Part, das machen wir jetzt noch. Wir reden jetzt gleich mit Sid, lassen das einbauen und dann werde ich offscreen den Gummijet noch ein bisschen modifizieren. Gefunden? Okay, dann werde ich es mal montieren. Und das ist auch schon wieder. Alles klar, ihr könnt los, wann immer ihr wollt. Ich wünschte, du müsstest nicht allein diese Gefahr bestehen. Ja, leider. Aber wir kriegen das schon hin. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, das war's mit Kingdom Hearts für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und im nächsten Part machen wir uns dann wieder auf nach Hollow Bastion. Also, bis dahin. Ciao.